Lernbüroliste zu generieren, einfach auf lb-login.de gehen. Im Anschluss loggt man sich ein, indem man auf das Oberkörpersymbol klickt und seine Admin-Daten eingibt. In dem neuen Fenster klickt man nun auf Verwaltung und in der sich öffnenden Liste auf Lernbüroliste. Hier sieht man alle Termine, sowohl die vergangenen als auch die zukünftigen Lernbürotermine. Nun klickt man einfach auf den Termin seiner Wahl im Anschluss auf das grüne Symbol und sieht seine Kunden, sprich Schülerinnen oder Schüler. In diesem Fall wäre das Test. Wenn wir zusätzliche Schüler hinzufügen wollen, klicken wir einfach in diese Leiste Neuer Kunde und wählen zum Beispiel Test 2 aus. Daran denken, das Ganze im Anschluss zu speichern. Nun haben wir in diesem Fall zwei Schülerinnen bzw. Schüler, Test und Test 2. Wir sehen auch eine Kapazitätsgrenze. Wir haben 2 Kunden, können aber insgesamt nur 20 Kunden aufnehmen. Eventuell reicht dies nicht aus, weil beispielsweise ein anderes Lernbüro ausfällt. In diesem Fall wählen wir einfach Demo Lernbüro Deutsch, genau das gleiche Lernbüro, allerdings mit dem Zusatz Zusatzplätze aus. Wir können nun ab 20 Schüler, dieses haben wir in diesem Fall nicht erreicht, wir haben die Grenze hier bis 50 festgelegt, bis 50 Schülerinnen oder Schüler aufnehmen. Zusätzlich haben wir die Option, eine interne Notiz zu vermerken. Beispielsweise können wir hier Schülerinnen oder Schüler aufschreiben, die zu spät kamen, die sich nicht eingeloggt haben oder sonstige Hinweise, die wir benötigen. Immer daran denken, das Ganze am Ende unten mit dem Speichern-Symbol zu speichern. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.